Ich habe erstmal nicht geglaubt, dass das dazu kommt, dass sie getrennt werden. Ich dachte, keiner kann sowas bringen. Ich glaube, es gibt 1000 Möglichkeiten, einen Menschen zu bestrafen, ohne ausgerechnet sich für die eine Alternative zu entscheiden. Und es hätte nicht sein müssen. Es hätte nicht sein müssen. Das war sehr hart. Ja, ich finde es schlimm, weil unnötig einfach. Es ist die Hölle. Das hat mein Herz zerrissen, dieser Fakt. Also ganz ehrlich, ich habe von Anfang an einfach nur gesehen, die wollen diese Frau fertig machen. Was Eva in dieser Zeit durchgemacht hat. Ich habe mir das alles selbst zuzuschreiben und selbst schuld, das weiß ich doch. Hey, damit schädigst du so Menschen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Also das war unmenschlich, meiner Meinung nach. So, das, sowas darf man gar nicht bringen. Kommst du jetzt einigermaßen klar? Ach, bitte. Wie denn? Frag das mal eine Mutter, die ihr Kind jetzt abgeben muss. Ich persönlich betrachte diesen Fakt, dass Eva und ihre Tochter am Anfang getrennt wurden, für so einen langen Zeitraum in so einer wichtigen Phase der Entwicklung eines Babys als Misshandlung.